Ja, können wir ihm irgendwie einen Hotdog geben? Wäre doch mal ein Versuch wert. Ich weiß, dass Murray Hotdogs liebt, aber so weit gehe ich dann doch nicht. Ich schulde ihm nichts. Sicher? Vielleicht würde ihn so ein Schlag ins Gesicht motivieren, aber ich weiß nicht so recht. Tja. Ihn ein bisschen bestechen? Ja, klar. Ja, ein kleiner korrupter Polizist. Das wird was bringen. Ich habe seit 7 Jahren... Ja, du bist clean. Hab ich verstanden. Clean, Mister. Die zeige ich ihm besser. Jo. Weiteres Rätsel. Das behalte ich lieber. Hier der Allzwecklöser. Teleskopenten. Mein nützlichster Ge- Tja. Also. Der gehört mir, den habe ich mir ver- Dann iss ihn doch mal. Gehen wir einfach. Wenn das mal so einfach wäre. Mein Ziel, Metz Bude. Dann stürm doch einfach rein. Jemand zu Hause? Der Telefon, das wir nicht haben. Mein schönes Radio, komplett zerdroschen. Tja. Diese Batterien werden vielleicht noch mal nützlich. Batterien? Wozu? Das ist hin. Wozu können wir Batterien Officer nutzen? Murray. Ein U-Bahn-Ticket. Damit kann man überall in der Stadt rumfahren. Das ist Metz Geldbeutel. Oh, ein bisschen Zeitung lesen. Ja. Die ist von vorgestern. Ich habe zu viele Probleme. Die kann ich jetzt nicht links liegen lassen. Das läuft nicht mit Batterien. Dachte ich mir schon. Damit Handy abklauen. Ich hab seit 7 Jahren niemanden mehr. Tja, mein Ziel. Wenn das mal so einfach wäre. Ja, gut. Ich glaube, mit dem habe ich heute genug geplaudert. Das stimmt. Murray eigentlich auch schon, aber... Sinn. Ich muss erstmal Officer Murray davon überzeugen, dass Matt und ich Freunde sind. Murray. Haben wir... Ach, wir haben doch einen Beweis dafür, dass wir Freunde sind. Spinne ich? Oder ist das Matthew Griffins Brieftasche? Zeig mal her. Wo hast du die gefunden? Er hat sie mir letzte Nacht anvertraut. Wie gesagt, ich bin sein bester Freund. Das ist doch ein Beweis. Das reicht mir. Geh rein und sprich mit Sergeant Kramer. So einfach geht's. Habe ich Schwierigkeiten, weil ich mit einem Irren befreundet bin? Das ist reine Routine. Genau wie das Gespräch in meinem Büro. Was? Wollen Sie damit sagen, Sie wollten sich gar nicht an mich ranmachen? Jetzt geh da schon drin. Wen wollen Sie davon überzeugen, Mary? Mich oder Sie selbst? Lass mich einfach in Ruhe. Oh, da sind wir drin. Der Tatort. Metz Bude. Ein Feuerlöscher. Können wir noch gebrauchen. Nehmen wir mit. Beschlossen. Die Tür war fest verschlossen. Jetzt nicht. Funktionierender Fahrstuhl. Reicht nicht ungewöhnlich. Ja, das stimmt. Das ist irgend... Ich werde den Nachbarn einfach keine Beachtung schenken. Ja, da hinauf, da hinunter. Einmal klingen. Ich habe hier noch nie angeklopft und ich fange jetzt ganz bestimmt nicht damit an. Tja. Klingel. Hast du sowas noch nie gesehen oder was? Das mache ich lieber. Tja, na dann. Hinein da. Hey, hat jemand die Ghostbusters gerufen? Oh Gott. Randall, da bist du ja. Ja, der Polizist hat mich endlich mal durchgelassen. Nach Ewigkeiten. Was zur Hölle ist los? Wo ist Matt? Er ist bei den Cops in der Küche.
Und was genau will die Polizei hier? Was glaubst du? Er hat's diesmal wirklich verbockt. Was für ein Arsch. Ich rede nie wieder mit ihm. Was? Er hat's also wirklich getan? Er hat seinen Plan verwirklicht und ein echtes Lebewesen in sein Kühlomatik 9000 gesteckt? Ach nicht. Jetzt drum spekuliert oder was? Dauernd diese Albträume. In denen ich den Kühlschrank aufmache und er steht drin in Kryostase mit einem Zettel dran, auf dem steht: Ja. Ich will eine Zukunft sehen, die von Maschinen beherrscht wird. Ja, das klingt nach ihm. Und ich hab's so satt. Ich will sowas nicht den Rest meines Lebens ertragen müssen. Naja, ist ja nicht ganz so lang, sondern nur bis er sich einfriert. Diese Maschinen-Zukunftssache ist wirklich ein großes Ding für ihn. Und damit meine ich wirklich jede Zukunft. Die, wo Maschinen Menschen als Batterien missbrauchen, die, wo man aus Menschen Soylent Green macht, die, wo Leute als Laborratten benutzt werden, du weißt schon, mit Portalen, Würfeln und Knöpfen und... Ich halte das einfach nicht mehr aus. Ich bin ein guter Mensch, ich habe das nicht verdient. Warum gehst du nicht einfach in die Küche und schaust dir sein Meisterwerk an? Ja. Ich muss über eine Menge nachdenken. Sein Meisterwerk. Bist du okay? Möchtest du vielleicht ein Teleskop entenbügeln? Vielleicht heitert er dich auf. Geh einfach in die Küche. Ich glaube, Matt braucht jetzt einen Freund und das mehr denn je. Das heitert doch jeden auf. Matt braucht einen Freund. Da ist er bei dem hier aber an der falschen Stelle. Passt gerade zeitlich nicht. Tja, Nein. Nicht im Sofa dieses noch. Dieses Sofa hat schon viel erlebt. Aber kümmern wir uns um Zukünftiges, nicht um die Vergangenheit. Flipautomat. Aber bestimmt. Wird mir jetzt auch Spaß machen, aber ich habe keine Zeit. Schade, schade, schade. Legendär. Schade, Marmelade. Bilder. Ich fass Metz Bilder nicht an. Ist doch ein bisschen seltsam. So exklusiv sind die nun auch wieder nicht. Spiegel. Ich sehe jeden Tag besser aus. Und das ist ein Fakt. Ach, selbstverliebt auch noch. Das gehört mehr. Ja, das dazu fällt mir nur eins ein. Zensiert. Regale. Wir schauen uns hier noch in Ruhe um, bevor wir Matt hat echt Geschmack. Dem Matt auf den Weg machen. Oh, das ist doch hier ein Begleiterkubus aus. Wie hieß das Spiel? Portal hieß das. Ich nehme den Kubus nicht mit, der hat genug gelitten. Ja. Ich glaube nicht, dass ich mit einem Gegenstand rede. Tun wir doch alle. Die Straße. Immer. Na und? Ein Snipper. Ein Pinker. Ich bin kein Stecher auf der Flucht, obwohl das schon eine Fantasie von mir wäre. Na, dann müssen wir wohl zur Küche. Oh, was haben wir denn da? Was geht hier verfickt nochmal vor? Und wer zur Hölle bist du? Der Officer. Aha. Man nennt mich einfach Randall. Ich finde Hulk zwar besser, aber... Naja. Schau an, wen haben wir da? Einen Vollidioten, der sich für clever hält? Findest du dich etwa witzig? Ja, manchmal, aber... Naja, nicht so lustig wie ein Sportler eine karrierebeendende Verletzung erleiden zu sehen, aber ich sehe das Leben trotzdem lieber von der Sonnenseite. Hakuna Matata, mein Freund. Genau. Hakuna Matata. Schätze, Officer Murray hat dich hergeschickt, weil er dachte, du könntest eine Hilfe sein. Jetzt pass mal auf. Nur weil du irgendwie um diesen inkompetenten Barbecue-Liebhaber rumgewieselt bist, heißt das nicht, dass du dasselbe mit mir machen kannst. Du wirst meine Fragen beantworten, oder ich brächte die Nase und sag einfach, doch. Du wurdest tätlich. Und ja, ich bin einer von diesen Cops. Kommen Sie, Sergeant Kramer. Lassen Sie den Jungen in Ruhe. Kümmere dich um deinen Scheiß, Ned. Fotos und Fingerabdrücke. Ich kümmere mich um diesen Punk. Und der wundert sich, wieso wir ihn nie anrufen, wenn alle was trinken gehen. Fick dich, Ned. Als wenn ich Bock auf eure scheiß Mädchenpartys hätte, wo ihr Duftkerzen aus dem Bodyshop anmacht und euch gegenseitig die Intimzone enthaart, während ihr rumkichert und euch gegenseitig eure intimsten Geheimnisse anvertraut. Oh,
Jetzt versuchen Sie also, der Spaßvogel zu sein, aber ich schätze, das Ding im Ofen ist die Leiche meines Freundes. Und trotzdem ist das, was ich gerade viel verstörender finde, die Tatsache, dass Sie so viel darüber wissen, was auf Pyjama-Partys abgeht. Hör genau zu, du Made. Du erzählst mir jetzt besser, wer du bist und was du hier machst. Oder du verbringst die Nacht in einer Zelle, wo du den schönen neuen Namen Susan bekommst. Deine Entscheidung. Ich bin Randall Hicks und das hier ist die Bude von meinem besten Freund. Ich bin hier, weil seine Freundin mich angerufen hat. Meine Lieblingsfarbe ist Orange, ich mag Frühlingsrollen und Regentage. Ich hasse Erbsen und Filme, die andere Filme kopieren. Und wenn ich eine Schildkröte finde, die auf dem Rücken in der Wüste liegt, würde ich sie wahrscheinlich essen, weil ich sicher hungrig vom vielen Wandern durch die Dünen bin. Zufrieden? Check deinen Voidkampf, Kumpel. Ist alles wahr? Sie sind also Matt Griffins bester Freund, Mr. Hicks. Ist das Ihre endgültige Antwort? Ich frage nur, weil Mr. Griffin Sie in seinem Abschiedsbrief erwähnt hat. Damit ist es also offiziell? Shit. Die Leiche da ist Matt? Seine Freundin hat die Leiche identifiziert. Sally? Aber sie hat mich doch angerufen. Ich hab doch mit ihr geredet und sie hat nie was von Tod gesagt. Das Mädchen ist ziemlich durch den Wind. Sie weigert sich zu akzeptieren, dass ihr Freund tot ist. Das nennt man auch die Phase des Leugnens. Das weiß ich selber, Ned. Ist trotzdem das erste Mal, dass ich gesehen habe, wie ein Mädchen die Leiche ihres Freundes anschreit und ihm sagt, er soll die Sauerei selber wegmachen. Wenn ihr zwei mit Plaudern fertig seid, mach ich mal weiter mit der Befragung des Verdächtigen. Wow, 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 Verdächtiger? Sie sagten doch gerade, es gab einen Abschiedsbrief. Ja, den gibt es. Also, aber um ehrlich zu sein, stehen Sie da in keinem guten Licht, Mr. Hicks. Ah. Was genau steht denn drin? Sie würden wohl echt gern wissen, was Ihr bester Freund da über Sie geschrieben hat, was? Ja. Einfach um zu wissen, ob es Sie belastet oder nicht, hm? Hören Sie, Kumpel, ich habe nichts Unrechtes getan. Ich war den ganzen Tag auf Arbeit. Und womit verdienen Sie Ihr Geld, Kumpel? Ich bin Kurier für Amazon Express. Wobei... Das kam jetzt etwas zögerlich, Söhnchen. Wird Amazon dein Alibi denn bestätigen? Ehrlich gesagt wurde ich heute Morgen gefeuert. Er hat mich halt rausgeworfen, aber das hatte hiermit nichts zu tun. Na, sowas. Aus der Traum von den schönen Lederstiefeln mit den Fransen und Nieten. Hey, woher bist du das? Na los, Schätzchen, raus damit. Was hast du getan, nachdem er dich gefeuert hat? Ich hab versucht, einen neuen Job zu finden. Ach ja? Wo? Naja... Also er war bei dem Händler und der Händler, er hat auf jeden Fall Alibis. Ich wollte immer ein Rettungsschwimmer werden, so wie in Baywatch, aber die Küste ist einfach zu weit weg. Allein die Vorstellung, wie du versuchst, andere Leute zu retten, würde mein Hirn schmelzen und es mir zu den Ohren und der Nase rauslaufen lassen. Leben retten? Wovon zur Hölle reden Sie? Ich sagte, ich mag Baywatch. Sie wissen schon, ohne Shirt rumlaufen, alles in Slow Motion, in Gesellschaft von hübschen Ladies. Aber, Alter, allein der Gedanke an Seetang zwischen meinen Zehen. Was genau ist bei dir eigentlich kaputt, du Spinner? Ich hab's bei den Marines versucht, aber die haben mich abgelehnt, weil ich ein träges Auge hab. Junge, du würdest nicht mal 20 Minuten bei den Marines aushalten. Das stimmt auch wieder. Wo er recht hat. Nur, dass sie's wissen, ich hab die ganze Marine Squad Revenge Saga durchgespielt und 78 Mal Full Metal Jacket gesehen. Ich bin mehr als bereit. Ein Scheiß bist du. Du weißt nicht, wie es ist, eine blutgetränkte Uniform auszuziehen. Du weißt nicht, wie es sich anfühlt, ein Bajonett in die Brust eines Feindes zu stoßen. Du kennst ihn nicht. Den Geruch von Napalm und brennendem Fleisch. Du bist nur ein dummes, größenwahnsinniges Kind. Aber waren bei den Marines, Sergeant? Hey, ich dachte, wir wären uns alle einig, wie ein Verhör läuft. Ich erklär's mal. Man befragt den Verdächtigen, nicht den Beamten, kapisch? Der Tag, an dem wir beide über Militärerfahrungen reden, ist der, an dem die Welt untergeht. Ja? Also ich habe heute erst gelesen, dass wir so in 2 Jahren mit der Apokalypse rechnen können. Herrgott, Schluss mit dem Schulhofgeplapper. Mich interessiert deine Meinung einen Scheiß. Außer sie hat mit Blut oder Fingerabdrücken zu tun. Und genauso wenig interessiert mich, was du im Cosmo gelesen hast. Ich hoffe, ich muss mich nicht wiederholen. Kapisch? Verstanden, Sergeant. Wir haben unseren Bericht schon abgegeben. Das Blut ist von dem Opfer und die einzigen Fingerabdrücke sind von Mr. Griffin und seiner Partnerin. Wir sind hier fertig. Das hier ist eindeutig ein Selbstmord. Aber wenn Sie weiter den Jungen quälen wollen, dann bleiben Ted und ich einfach hier und kümmern uns um unseren Kram. Schön, aber redet nicht mit mir, bis ihr morgen wieder im Dienst seid. Kapisch? Das letzte Kapisch war etwas zu viel. Ja,
Definitiv eins zu viel. Wie auch immer. Machen wir mit unserem kleinen Plausch weiter, Susan. Okay. Ja, dann sage ich mal, was ich getrieben habe. Ich habe selber schon versucht, das in all den Sexjobs, die ich so besuche, rauszukriegen, aber bisher hatte ich kein Glück. Interessant. Damit hätten wir Verdächtiger und Perverser. Pervers? Hören Sie, Officer, ich weiß ja nicht, was Sie glauben, was in Sexjobs verkauft wird, aber ich helfe Ihnen mal. Wenn Sie Ihre Ehe auffrischen wollen, kaufen Sie Ihrer Frau ein Septamatic 9000. Und wenn Sie Single sind, besorgen Sie sich eine Gummipuppe. Sie sehen aus, als könnten Sie mindestens eins von beidem gebrauchen. Oh, sieh an, das Kätzchen zeigt Ihre Krallen. Spiel nicht mit dem Feuer, Blödmann, sonst könnte es dich verbrennen. Ja, warum nicht? Ja, Sir, tut mir leid. Schon besser, Kätzchen. Glaubst du, ich bin dein Liebhaber oder was? Was? Flüster mir nie wieder ins Ohr. Ja, Sir. Lass dich nicht so von ihm rumschubsen. Du hast dir mehr Respekt verdient nach dem, was du für die arme Ente im Park getan hast. Ladies, bitte! Einige Leute versuchen hier noch echte Polizeiarbeit zu machen. Und könntest du mir sagen, warum zur Hölle du die Brieftasche des Toten hattest? Die hat er mir natürlich gegeben. Er hat sie mir gegeben, damit er nicht so viel Geld rauswirft. Komisch. Officer Murray hat mir gerade erzählt, es sei kein Geld drin. Das habe ich in meinem Apartment. Da ist es sicher. Alter. Ich bin sowas wie seine persönliche Bank. Oh, dann müsstet ihr zwar ja sehr gute Freunde gewesen sein. Ich würde dir nicht einen einzigen Penny anvertrauen. Aber Idioten haben wohl eine gemeinsame Wellenlänge. Hey, jetzt reicht's langsam. Wenn Sie sich besser einen runterholen können, wenn Sie mich Susan nennen, ist das eine Sache. Dass Sie mit mir reden, als sei ich schwachsinnig, damit kann ich umgehen. Aber mein Freund ist noch in dem verdammten Ofen, also zeigen Sie etwas mehr Respekt. Warten Sie wenigstens, bis eine Leiche aufhört zu qualmen, Herrgott! Oh, tut mir so leid, wenn ich das Andenken an deine Freundin entehrt habe, meine liebe Susan. Wir sind Brieftaschenfreunde. Sie wissen schon, er hat meine, ich hab seine. Wieso hat er dann deine nicht? Hat er nicht? Dann hat er mich all die Jahre betrogen. Ach, das ist mit Abstand das Dümmste, was du heute gesagt hast. Naja, also, dann hätten sie einfach früher mit mir rumhängen sollen. Der hat schon einiges Dummes gesagt. Ich hab sie zufällig auf dem Weg hierher gefunden. Oh, tut mir leid. So gelassen wie deine Miene ist, erwartest du wohl, dass ich dir das abkaufe? Jesus, Junge. Glaubst du, du hast hier immer noch Murray vor dir? Du kapierst es scheinbar nicht. Die Tatsache, dass du sonst mit Idioten sprichst, macht mich leider nicht zu einem. Also, wenn es dir nichts ausmacht, sag mir doch bitte, was verfickt nochmal machst du mit der Brieftasche des toten Typen hier? Mein Gott, habe ich doch schon gesagt. Ich habe sie auf der Straße gefunden. Und solange sie nicht das Gegenteil beweisen können, müssen sie es wohl leider glauben. Ach, stimmt. Glückwunsch, Kleiner. Du hast es tatsächlich geschafft, dass ich die Schnauze voll hab von deiner Visage. Fürs Erste. Tja, haben Sie was dagegen, wenn ich mir jetzt mal den Abschiedsbrief ansehe? Ich habe nichts dagegen, deine Angst zu riechen, wenn es das ist, was du meinst. Entspann dich, Junge. Dein Name steht drin, also hast du das Recht, den Brief zu lesen. Man könnte sagen, es war der letzte Wille des armen Bastards. Aber ich sag dir eins, als ich den Brief gelesen habe, drängte sich geradezu auf, dass Mr. Griffins bester Freund ihm die Freundin ausgespannt hat. Und das wirft kein gutes Licht auf dich, Mr. Hicks. So nahe standen wir uns nun auch wieder nicht. Wissen Sie, sein wahrer bester Freund ist so ein Junge aus Nepal. Also, die haben oft gechattet. Mit dem sollten Sie vielleicht zuerst reden. In Nepal. So schnell wie möglich. Glaub ja nicht, dass du vom Haken bist, Susan. Der Brief hängt am Kühlschrank. Willst du ihn lesen? Nur zu. Aber ich hab dich im Auge. Das wollte ich die ganze Zeit schon tun. Die ganze Tat. Jo. Der Ted. Oh, schau mal. Der Mörder. Ich schwöre bei Tom Sellecks beeindruckendem Schnauzbart, dass ich das nicht gewesen bin. Hey, missbrauche nicht des Magnums Namen. Bleib locker. Wir wissen, dass du ihn nicht umgelegt hast. Ist unser Job, sowas zu wissen. Ja, aber wir glauben schon, dass du ihm die Freundin ausgespannt hast. Zweifelsohne. Was? Ich schwöre euch, da ist nichts zwischen mir und Sally. Könnte uns nicht egaler sein. Okay.
Ich wollte jetzt echt einen Abschiedsbrief lesen. Was meint ihr zu dem Abschiedsbrief? Tja, was soll ich sagen? Da drin sind ein paar Blade Runner-Referenzen, ein paar zu The Breakfast Club. Ja, und er sagte darin sehr deutlich, dass du ihm die Freundin ausgespannt hast. Zum letzten Mal, ich habe größten Respekt vor Sally und das ist auch schon alles. Klar, genauso wie Ned meine Schwester in der Abschlussballnacht respektiert hat. Aha. Ja! Ja. Na dann, gebratener Matt. Wow. Sieht wie gerösteter Matt aus. Bisschen zu durch, wenn du mich fragst. Matt? Ja. Hey, was wird das, wenn's fertig ist? Das hier ist ein Tatort. Nichts anfassen. Okay, für dich mal anfassen? Nee, der hackt mir die Hand ab und ich wäre selbst schuld. Tja. Hey, was wird da? Ja gut, Nee, ich will nicht im Weg sein. Lieber nicht. Alles mal anfassen. Magnet. Ich will diese Magnete. Hey, was wird das? Ja gut, Abschiedsbrief. Den sollte ich mal lesen. Ja, vielleicht liest den gleich mal vor. Wer auch immer das hier liest, ich habe dem Tod oft ins Auge gesehen. Ich bin mir darüber im Klaren, dass ich viele zweifelhafte Dinge in meinem Leben getan habe. Ich weiß es, aber trotzdem habe ich nie ganz verstanden, warum ich diese Dinge tue. Ich habe Dinge gesehen, die ihr Menschen nie verstehen würdet. Menschen geblendet von Lasern bei einem Spinal Tap-Konzert. Brennende Kampfschiffe an Orions Küste. Und jetzt komme ich hierfür vielleicht in die Hölle. Aber ich kann nichts weiter tun, als dieses Schicksal zu akzeptieren. Ich nehme mir das Leben mit dem Herdomatik, den meine liebe Mutter mir geschenkt hat. Denn wenn ich ehrlich bin, Kryostase, um eine Zukunft beherrscht von Maschinen zu sehen, ist einfach noch nicht möglich. Meine Gründe können nicht in Worte gekleidet werden. Ich fühle mich so leer. Die Luft, die ich so dringend zum Atmen brauchte. Das Wertvollste, was ich jemals hatte, wurde mir genommen. Und ich glaube, die Person, die für diesen scheußlichen Verrat verantwortlich ist, ist niemand anderes als mein bester Freund. Und unter diesen Umständen will ich einfach nicht mehr auf dieser Welt leben. Ihr seht uns, wie ihr uns sehen wollt. Ein Gehirn, ein Athlet, einen Wahnsinnigen, eine Prinzessin und einen Verbrecher. Ist das die Antwort auf eure Frage? Mit besten Grüßen, The Breakfast Club. Ah, okay. Das war jetzt nicht gerade lustig. Ja, haben so Abschiedsbriefe halt an sich. Ja gut, da liegt noch die Streichholzschachtel rum. Die sollte ich vielleicht nicht an mich nehmen. Eine Streichholzschachtel. Könnte ich sicher noch gebrauchen. Also ich würde die Streichholzschachtel jetzt besser nicht in die Hand nehmen. Wenn ich an dir, wenn ich an seiner Stelle wäre. Hey, was wird... Da würde ich mich direkt mal verdächtig machen. Ja gut. Ich sehe doch schon, worauf das hinausläuft. Hey, was wird das, wenn's... Ja, den Tatort nicht anfassen. Ins Wohnzimmer zurück. Na komm, machen wir das unüberwindbare. Hey, was wird das, wenn... Nicht... Ich will nicht mit einem... Ich dachte, in diese Richtung geht das. Hey, was glaubst du, wo du hin willst? Ich bin noch nicht fertig mit dir. Muss das sein? Ich will aber nicht noch eine Stunde Verhör mit diesem Chicken führen. Man kann die Gasse von hier aus sehen. Nicht mal in die Richtung der Spiele guckt. Ein gebratener Matt. Da haben wir's. Der Sergeant Kramer. Ja. So sieht's aus.